Oh, noch eine Folge? Es begab sich einst im alten Berlin von 1996 im ehrwürdigen Tempel des Margherita. Als Nick Circle noch Nick Kreis und voller Hoffnung war, der Allerbeste zu sein, viel besser als der Rest. Lasergriff! Die anderen Mönche waren gemein zu Nick. Sie gaben ihm fiese Spitznamen, luden ihn nicht zu Partys ein. Sie spitzten in seinem Po Bleistifte an. Irgendwann bekam Nick schon Panikattacken, wenn er nur Radiergummis sah. Doch er sann auf Rache. Was niemand wusste, er hatte eine Geheimwaffe. Nee, nicht die Best of Collins CD. Die Blockflöte der Macht. Die Monate zogen ins Land und schließlich war es Weihnachten. Der Tempel zelebrierte das Fest mit Ehrfurcht und Andacht. Doch dann kam Nick. Ich hau dir meine Flöte in die Fresse, Eduard! Niemals, denn Mom ist mir wichtig. Laserschelle! Laser! Penis! Mutig leistet Eduard Widerstand, doch er hatte keine Chance gegen Nicks Flöte. Er musste nun seine letzte gefährliche Waffe einsetzen. Ja, und dann hat er mir seine Flöte ins Gesicht gedrückt und die anderen verprügelt. Und dann hat er mich in die Ecke gedrängt. Das geht nicht. Er hat mich freiheitstechnisch eingeschränkt und jeder weiß, meine Freiheit ist mir wichtig. Ja, schon klar. Und so flog Nick Circle unehrenhaft aus dem Pizzakloster. Die erste Schlacht ging an Eduard Laser. Doch Nick kommt wieder. Bugs Pizza Palace? Kommt schnell auf die Toilette! Schaut euch das nur mal an! Abgedrückt ohne Bremsspuren. Damit könntest du dir sogar noch die Nase putzen. So sauber ist das. So schön. Ich hätte das gar auf meinem Nachttisch. Wir helfen dir beim Tragen. Für sowas sind Freunde da. Laser! Penis! Laser! Penis! Laser! Penis! So ungefähr?